Erstmal kann man sagen, viele Assistenzsysteme sind ja heute schon bekannt im Fahrzeug, unterstützende Systeme für Fahrer, die die Spur halten oder den Abstand halten im vorausfahrenden Fahrzeug. Im autonomen Fahren selber oder man nennt es auch manchmal pilotiertes Fahren, geht es jetzt wirklich darum, dass der Fahrer gar nichts mehr machen muss, außer in gewissen Abstufungen vielleicht am Anfang erstmal noch aufmerksam sein und aufpassen, dass eben das System das noch was soll. Später soll der Fahrer eben Zeitung lesen können und Kaffee trinken oder einfach ein Buch. Und das Fahrzeug übernimmt alle sicherheitsrelevanten und navigatorischen Fähigkeiten. Also es sorgt dafür, dass keine Unfälle passieren und dass man an sein Ziel gelangt. Ähnlich wie man sich vorstellen kann, vielleicht in einer S-Bahn. Also man steigt ein, setzt sich hin, kümmert sich nicht und das Fahrzeug hält irgendwann an und sagt, ich bin da. Na, der Unterschied zur S-Bahn ist eben, dass man dieses Fahrzeug oftmals fährt, entweder gar keine S-Bahn oder man möchte eben etwas transportieren oder man ist eben an einem Ort auf dem Land oder so, wo es eben, wie gesagt, keinen öffentlichen Nahverkehr gibt oder sei es nachts. Ähnlich wie ein Taxi. Warum bestellt man Taxis heutzutage? Bis 2005 herum oder 2004 war eigentlich autonomes Fahren eher unbekannt. Es gab natürlich ein paar Fahrzeughersteller, die haben Experimente gemacht oder ab und zu mal eine Universität. Aber so richtig bekannt wurde das Ganze dann durch diese DARPA Grand Challenge, wo dann in den USA dieser Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Wir fahren jetzt einmal komplett autonom und durch die Wüste. Und es hat im ersten Jahr ziemlich schlecht funktioniert. Das heißt, keines der Teams hat das Ziel erreicht. Dann wurde der Wettbewerb wiederholt 2005. Da haben dann schon ein paar mehr Teams, um die 5, das Ziel erreicht. Und 2007 hat man das Gleiche dann nicht mehr in der Wüste gemacht, sondern in einer kleinen nachgebauten Vorstadt. Und daraus hervorgehend ist dann das Ganze auch bei den Unis zumindest schon mal populär geworden und bei den Forschungsinstituten. Und spätestens, als dann irgendwann Google die Präsentation gemacht hat, 2010, im Oktober war das, glaube ich, so ungefähr, ist es dann auch wirklich bei den, also publik geworden. Es gibt viele Verfahren, die hat man sich schon zu relativ früher Zeit ausgedacht, 50er, 70er Jahre, aber erst heute hat man wirklich die Sensorik und die Rechenkapazität, um diese ganzen Sensordaten einerseits zu erfassen und auch um sie zu bearbeiten zu können. Es waren einfach in den 80er Jahren Rechner zur Verfügung, die hatten vielleicht ein Tausendstel oder ein Hunderttausendstel der Rechenleistung von heute zur Verfügung. Und genauso mit den Daten, es gab in den 80er Jahren, glaube ich, da ist das GPS gerade so entstanden. Also alleine schon dieses Lokalisieren von dem Fahrzeug auf der Straße, das gab es halt früher nicht. Wenn man unser Projekt vorstellt und je nachdem, manchmal sind es ja auch, also wenn es jetzt nicht quasi Hersteller am Messen sind oder, sondern man trifft sich mit dem normalen Belang nach der Wissenschaft, da sagen viele, ja, die Freude am Fahren ist aber im Vordergrund. Da muss ich sagen, ja, das stimmt zum Teil, ja. Ich bin gestern zum Beispiel wieder gefahren nach Süddeutschland, 5 Stunden hin, 5 Stunden zurück. Ganz ehrlich, hätte ich ein autonomes Fahrzeug gehabt, hätte ich sofort genommen, hätte ich arbeiten können drin. Also es ist immer so eine Sache, am Wochenende, klar, fährt man mal gern so, wie man es in den Werbevideos kennt, aber in der Praxis wäre ich doch wirklich sehr froh, wenn ich mich hier einsteigen könnte, fahre durch Berlin nach Hause abends und komme einfach an. Anderes Beispiel, ich möchte abends vielleicht auf eine Party gehen und ein bisschen feiern und möchte mir nicht ein Taxi rufen müssen, sondern habe einfach ein autonomes Fahrzeug, was dort steht, mich nach Hause fährt. Und drittes Beispiel natürlich ältere Leute. Also meine eigenen Eltern langsam kommen langsam in ein Alter, wo man sich fragt, können sie noch lange Auto fahren oder nicht? Und wenn die es nicht können, es ist ja auch nicht viel einfacher für ältere Leute zur Bahn zu gehen, wenn die nicht gerade vor der Tür steht. Also ein Auto zu haben ist schon schön, aber selber zu fahren ist eben dann auch eine Frage. Und in dem Fall wäre es halt eben auch schön, ein autonomes Fahrzeug zu haben. Von daher. Und die Idee ist eben, dass in der Stadt die meisten Fahrzeuge eigentlich nur rumstehen. Und selbst die Carsharing-Fahrzeuge stehen eben auch noch zum Teil ziemlich viel rum, weil sie einfach nicht dort sind, wo man sie braucht. Am Abend kann man sich vorstellen, weil alle in die Stadt fahren. Und morgens wieder raus. Aber diese Gegenbewegung, die Fahrzeuge wieder reinfahren, die Leute, die gibt es halt dann eben nicht. Ich würde sagen, das ist kein ausgeglichener Prozess. In dem Sinne wäre es halt gut, ich rufe mir ein Taxi, fahre in die Stadt und das autonome Fahrzeug fährt dann eben zurück wieder zum nächsten und holt den ab. Und dann würde man eben auch Fahrzeuge sparen. Wenn man eben jedes Fahrzeug viel effizienter ausnutzen würde, dann wären auch viel weniger Fahrzeuge notwendig. Das hören die Fahrzeughersteller nicht so gern, muss man immer sagen. Die sind natürlich interessiert an Autonomie, aber natürlich nicht so an dem Aspekt, dass man dann natürlich auch Fahrzeuge einsparen kann. Aber das wäre natürlich denkbar, dass das eben auch die Anzahl der Fahrzeuge reduziert und damit auch mehr Platz in der Stadt. Und natürlich, klar, wenn es gar keine Autos gäbe, dann hätte die öffentliche Fahrverkehr keine Konkurrenz, das ist natürlich klar. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo man einfach doch ein Auto eben braucht. Wie gesagt, wenn ich jetzt am Wochenende will ich vielleicht eine Hecke pflanzen und muss die irgendwie transportieren, das kann ich nun mal nicht
mache mit der Straßenbahn oder ich brauche ein paar Zementsäcke oder irgendwas, da brauche ich einfach auch ein Fahrzeug. Sicherlich, aber klar, ist es in der Stadt, könnte es natürlich, ist das Carsharing eine Konkurrenz für die öffentlichen Verkehrsmittel? Sicherlich, kann gut sein, aber es ist zum Teil eben auch ein komplementärer Ansatz. Das sind halt Fragestellungen, da hat, glaube ich, zurzeit noch niemand eine Antwort drauf. Klar, die Frage gibt es, wenn man fährt auf dem Auto drauf zu und man baut jetzt auf jeden Fall einen Unfall und dann entscheidet man sich, fährt man vielleicht in das Motorrad daneben oder... Das sind halt Fragen, klar, die müssten irgendwann, werden die sicher relevant werden. Wir forschen dahingehend bisher noch gar nicht, weil erstens mal halten es wir halten es jetzt nicht für klug, das jetzt schon zu tun, weil wir von der Sensorik her noch nicht so weit sind, dass wir genau sagen können, dass es hier ist ein Fahrrad und das ist hier vielleicht ein Moped oder sowas, solche feingranularen Entscheidungen zu treffen, die auch vielleicht schon 5 oder 10 Sekunden insoweit in die Zukunft gehen, dass das wirklich sinnvoll ist. Man muss erstmal schaffen, kann ich eine Verkehrssituation überhaupt komplett erstmal erfassen? Das muss ich ja machen, bevor ich so eine komplexe Entscheidung treffe, sonst brauche ich das ja gar nicht erst zu versuchen. Und da ist noch sehr viel zu tun, allein in der Bildverarbeitung. Kann ich erstmal alle Fahrzeuge klassifizieren? Wie schnell fahren die? Wo fahren die als nächstes hin? Was haben die vor? Was sind Personen und Fahrräder und alles sowas? Da ist noch erstmal viel zu tun. Und wenn man das hat und weiß, okay, als nächstes wird jetzt passieren diese und diese Situation, dann kann man auch, dann sollte man erst diese hochkomplexen Entscheidungen angehen, sage ich mal. Von der Universitätslandschaft her denke ich auch, dass es zugenommen hat. Mehr Fachhochschulen gucken sich Steilkomponenten an und ansonsten aber eben ja, einige Unis. Es gibt jetzt ein Schwerpunktprogramm von der DFG zum Thema vernetzte Fahrzeuge, also wie kann Kommunikation zwischen Fahrzeugen helfen. Das heißt, es wird eben auch von der Bundesregierung oder auch von führenden Forschungseinrichtungen in Deutschland vorangetrieben, von der EU genauso.